Wie die Schweizerische Stiftung für Minenräumung mitteilt, ist Arthur Konovka, Mitglied der FSD, in der ukrainischen Stadt Mariupol getötet worden. Von 4 weiteren Mitarbeitern fehlen jegliche Lebenszeichen. 1/2 Arthur Konovka war Mitglied eines in Mariupol stationierten Schweizer Minenräumungsteams. Facebook, wie die Schweizerische Stiftung für Minenräumung mitteilt, kam er bei der Radierung der Stadt ums Leben. Imago, SNA. Im Rahmen einer Medienmitteilung hat die Schweizerische Stiftung für Minenräumung den Tod eines Mitarbeiters verkündet. Arthur Konovka sei Mitglied eines der in Mariupol stationierten Minenräumungsteams gewesen und bei der Radierung der Stadt getötet worden. Er sei am 14. März bei einem Raketenbeschuss in der Nähe seines Hauses ums Leben gekommen. Der verheiratete Konovka hinterlässt einen Sohn. Zudem gibt die FSD bekannt, dass von 4 weiteren Mitarbeitern seit einiger Zeit Lebenszeichen ausgeblieben sind. Unsere Teams leisten trotz der widrigen Umstände eine hervorragende Arbeit, zitiert die FSD Olena Krivova, die stellvertretende Programmleiterin der FSD in der Ukraine. Wir stehen mindestens alle 12 Stunden mit all unseren Mitarbeitern in der Ukraine in Kontakt, sagt Hans-Jörg Eberle, Direktor der FSD. Die Lage in der Region Slowjansk, wo sich unser Hauptbüro befindet, ist relativ stabil. Wir sind hingegen äußerst besorgt um unsere in Mariupol stationierten Mitarbeiter, insbesondere um 4 von ihnen, zu denen wir seit mehreren Wochen keinen Kontakt aufbauen konnten. Andere Tätigkeiten in Kriegszeiten. Die Minenräumung musste mit der Verschärfung des bewaffneten Konflikts eingestellt werden, doch die meisten FSD-Mitarbeiter sind weiterhin landesweit im Einsatz. Ein Nothilfeprogramm wurde kurzfristig organisiert. Die Teams des FSD würden nun unterirdische Schutzräume errichten, Unterkünfte für Flüchtende mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln versorgen und die Treibstoffkästen für Evakuierungskonvois decken, wie die Organisation in ihrer Mitteilung schreibt.